Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, verehrte Brandenburger! Erneut reden wir über zusätzliche und zu den bisherigen Löschmethoden bestehende Möglichkeiten der Waldbrandbekämpfung. Im letzten Innenausschuss hatten wir diesbezüglich die Durchführung eines Fachgesprächs beantragt. Unserer Bitte und der dringenden Notwendigkeit, wie sie auch der Landesforstbeauftragte explizit festgestellt hat, solch ein Fachgespräch zu Löschmethoden aus der Luft durchzuführen, kamen Sie von allen anderen Fraktionen, ohne eine Begründung abzugeben, jedoch nicht nach. Ihre Ignoranz und Gleichgültigkeit zu diesem Thema kommen einer Ohrfeige ins Gesicht der aktiven Kameraden der Brandenburger Feuerwehren gleich und zeigen die nicht vorhandene Kompetenz ihrer Aussagen und Handlungen zum Thema Waldbrandschutz. Wieder sind wir in der Waldbrandsaison. Wieder muss ich Ihnen die Dringlichkeit von alternativen und zusätzlichen Löschmethoden aus der Luft erklären. Bereits im Jahr 2020 haben Sie unseren Antrag und die auch von der Welzower Frau Bürgermeister unterstützte Idee einer Rescue-Löschflugzeugstaffel in Brandenburg abgelehnt. 2021, nach der Unterzeichnung des Kohleausstiegsgesetzes und einer zu erwartenden Deindustrialisierung der Lausitz, forderten wir erneut eine Löschluftfahrzeugstaffel am Standort Welzow. 2022 forderten wir wieder eine Löschflugzeugstaffel in Brandenburg. Sie lehnten alles ab. Was folgte, waren massive Waldbrände mit enormen Kosten für den Träger des Brandschutzes, wochenlange Belastungen für die ehrenamtlichen Kameraden und massive Zerstörung der märkischen Wälder. Beim großen Waldbrand im Harz, genauer gesagt am Brocken, hat man die, im Gegensatz zu der Haltung hier in Brandenburg, Vorteile der Brandbekämpfung aus der Luft erkannt und sofort gehandelt. Ein Löschflugzeug zur Bekämpfung von Waldbränden ist seit dem 1. April 2023 dauerhaft am Flughafen Ballenstedt stationiert. Als erste kommunale Einrichtung bindet der Landkreis Harz ein kommerzielles Unternehmen zur Brandbekämpfung aus der Luft ein, teilt der Landkreis mit. Meine Damen und Herren, ein Landkreis in Sachsen-Anhalt reagiert umgehend auf die Bedürfnisse der Feuerwehren und schafft sich ein eigenes Löschflugzeug an. Wir diskutieren hier seit 2020 darüber und bekommen wieder mal nichts auf die Reihe. Was für ein Armutszeugnis für diese Regierung, was für ein fataler Zeitverlust in der Beschaffung. Auf Seite 42 im Bericht zur Waldbrandsaison ist jetzt von einem taktischen Feuereinsatz als eine kontrollierte Brennstoffreduzierung zu lesen. Ist das wirklich Ihr Ernst? Sie wollen also noch mehr Wald verbrennen, um angeblich Wald zu retten? Auf der Internetseite des CTIF, auf Deutsch Internationales Technisches Komitee für vorbeugenden Brandschutz und Feuerlöschwesen, ist im Zusammenhang mit solchen Gegenfeuern zu lesen. Ich zitiere: Im besten Fall kann das Gegenfeuer die Ausbreitung des Feuers vollständig verhindern, aber gleichzeitig besteht die Gefahr, dass sich das Gegenfeuer ausbreitet und den Flächenbrand sogar verschlimmert. Daher ist für den Einsatz dieser Technik viel Erfahrung erforderlich, da sie sonst leicht aus dem Ruder laufen kann. Zitat Ende. Viel Erfahrung, die haben wir hier in Brandenburg mit solchen Gegenfeuern nicht. Wir haben demgegenüber einen besseren Lösungsvorschlag, der den Wald schützt, wichtige Ressourcen begrenzt und weitaus wirtschaftlicher ist. Löschflugzeuge. Auch diese können die gleiche Art der Brandbekämpfung, nämlich eine Brandschneise, schlagen, ohne aber den Wald zu zerstören. Dabei werden abgestimmte Manöver geflogen, welche auf einer Länge von 500 Metern den Wald benetzen und somit das Brandgeschehen eindämmen und den Bodenlöschmannschaften die Zeit gibt, das Feuer endgültig zu löschen. Wer soll das bezahlen, werden Sie sich sicherlich fragen. Auf meine kleine Anfrage zu den Kosten der Waldbrände seit 1991 konnten Sie von der Landesregierung zu den bisherigen Kosten bei Waldbränden in Brandenburg kaum Auskünfte geben. Auch eine eigene Statistik zu Waldbrandschutzstreifen liegt nicht vor. Zwar wurden seit 1991 47,3 Millionen Förderungen für Maßnahmen zum vorbeugenden Waldbrandschutz ausgezahlt. Insgesamt belaufen sich die Kosten für nicht mehr verwertbares Holz auf beeindruckende 9,1 Millionen Euro und das nur in den letzten 5 Jahren. Zu den Kosten von Material, Personal, Verpflegung der Einsatzkräfte, Hubschraubereinsätze und die enorme Wiederaufforstungskosten kann die Landesregierung keine Angaben machen. Wer soll das denn bezahlen? In der Innenausschusssitzung am 26. April berichtete Herr Boschan, das ist der Amtsdirektor in Lieberose Oberspreewald, auf meine Nachfrage zu den Löschhubschraubereinsätzen bei den Bränden in der Lieberoser Heide: Es steht dem Amt mittlerweile ein hoher sechsstelliger Betrag zu Lasten, ohne dass es vorher im Haushalt geplant war. Da kann der durch uns hier vorgeschlagene Zweckverband Abhilfe schaffen. Warum also ein Zweckverband? Die Feuerwehren leisten in Brandenburg hervorragende Arbeit, meist ehrenamtlich, auch bei der Waldbrandbekämpfung.
Die Waldbrandbekämpfung aus der Luft mit Löschflugzeugen ist ein Dienst an der Allgemeinheit. Deshalb ist als Unternehmensform ein Zweckverband als Betreiber vorgesehen. Ähnlich wie beim Abwasserzweckverbänden können interessierte Kommunen diesen Zusammenschluss tätigen und mit der Unterstützung des Landes auf eine zusätzliche und schnell verfügbare Löschmethode aus der Luft zurückgreifen, zumal unsere Lösung eine finanzielle Sicherheit für den Träger des Brandschutzes gibt. Das zeigte sich bei einem persönlichen Gespräch mit Michael Goldhahn von der Deutschen Löschflugzeugrettungsstaffel. Hier bestätigte er die Wirtschaftlichkeit und die Planungssicherheit für den Träger des Brandschutzes mittels eines Zweckverbandes. Beim Zusammenschluss von Landkreisen oder Kommunen zur Stationierung von 3 Löschflugzeugen vom Typ Air-Traktor können die Kosten im niedrigen finanziellen Umfang im Verhältnis zu den jetzt aufgelaufenen Kosten pro Kommune und Jahr liegen. Pro Löschflugzeug stehen damit über 100 Flugstunden pro Jahr und Flugzeug für Waldbrandeinsätze und Übungen mit den Feuerwehren zur Verfügung. Waldbrände müssen schnell und effektiv gelöscht werden. Bei dem schnell bin ich mir bei der herkömmlichen Löschmethode aus der Luft, die es zurzeit gibt, nicht sicher. Aus Gesprächen mit verschiedenen Einsatzkräften, aber auch aus dem Bericht zur Waldbrandsaison erfuhr ich, dass die angeforderten Hubschrauber der Bundeswehr und der Bundespolizei manchmal Tage brauchten, bis sie vor Ort waren. Zumal auch im Bericht zur Waldbrandsaison steht, dass phasenweise Laufgeschwindigkeiten von 300 Meter pro Minute in der Feuerfront beobachtet wurden und keine Möglichkeiten der örtlichen Feuerwehren zu handeln war. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind dort als Feuerwehrmann oder Frau an einer so einer Situation. Wenn Sie jetzt mit der persönlichen Schutzausrüstung in Stiefeln und mit einem vollen Schlauch dem Feuer folgen wollen, ist das unmöglich. Hier brauchen wir Feuerwehrleute schnelle Hilfe aus der Luft, ohne bürokratische Hürden und ohne eine Abhängigkeit von Bundesbehörden. Verschiedene Löschhubschrauber wurden im Jahr 2022 im Land Brandenburg im Zuge der Waldbrände eingesetzt. Wenn es darum geht, sorgfältig mit Steuergeldern umzugehen, ist es wichtig, die Kosten der verschiedenen Luftfahrzeuge für den Einsatz bei Waldbränden gegeneinander abzuwägen. Nur so kann man erkennen, welches Luftfahrzeug am effektivsten und gleichzeitig am wirtschaftlichsten einzusetzen ist. Eine Gegenüberstellung der verschiedenen Luftfahrzeuge haben wir in unserem Antrag dargestellt. Sie werden ja sicherlich gelesen haben. Schon allein daran erkennt man die Sinnhaftigkeit der Löschflugzeuge. Immer wieder kommt es zu Zeitverzögerungen in Bezug auf Ressourcen der Bundesbehörden. Bei dem Waldbrand Frohnsdorf waren in den Akutphasen bis zu 440 Einsatzkräfte gleichzeitig im Einsatz. Der Anforderungsprozess der luftgebundenen Fähigkeit der Bundeswehr wurde durch zeitversetzte Medienberichterstattung, wieder mal unsere öffentlich-rechtlichen Medien, erschwert. Die Entscheidungsinstanz der Bundeswehr hinterfragte die subsidiäre Unterstützungsnotwendigkeit der Bundeswehr trotz der akuten Lageänderung. Wir haben hier massiv Zeit verloren, die letztendlich den Kameraden mehr Arbeit gebracht hat. Meine Damen und Herren, Sie sehen anhand der hier dargestellten Argumente unserer Pflicht gegenüber den Kameraden der Feuerwehren und zum Schutz der märkischen Wälder, lassen Sie es uns dem Landkreis Harz gleich machen und Löschflugzeuge anschaffen. Wir werden dadurch Kosten reduzieren, Planungssicherheit in den Kommunen gewährleisten und unsere Einsatzkräfte gebührend entlasten. Eine der Feuerwehren direkt unterstellte Löschflugzeugstaffel ohne Mittelsmann, die in 15 Minuten startbereit ist, kann die Ausbreitung im Anfangsstadium entscheidend unterbinden, weil sie die ersten Einsatzkräfte über dem Feuer sind. Das wird in anderen Ländern seit Jahren mit Erfolg praktiziert. Deshalb stimmen Sie unserem Antrag zu. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, verehrte Brandenburger, ich stelle fest, der Kollege Adler ist Fachmann und kennt sich aus mit dem Feuerlöschen, weil ansonsten hätte er nicht so überzeugt davon gesprochen, wie man also Waldbrände bekämpft. Ich war selbst jahrelang im Einsatz gewesen, also ich habe das anders festgestellt. Aber gut, das ist nun mal Ihre Art der Argumentation. Zu den Löschflugzeugen, hier kam gerade von der Regierungsbank auch die Irritation, dass Löschflugzeuge immer an einem See oder an einem Meer betankt werden müssen. Das ist falsch. Sie können also auf einem ganz normalen Landebahn, die muss ungefähr ein Kilometer bis anderthalb Kilometer sein, also 1.000 bis 1.500 Meter groß sein. So ein Flugzeug kann 3 Stunden in der Luft bleiben. So ein Flugzeug wird in weniger als einer Minute betankt. Und das sind genau diese Flugzeuge, von denen ich geredet habe, von 2.200 Liter bis 3.100 Litern. Und ein Flugzeug, Herr Adler, das ist eine Falschaussage gewesen. Ein Flugzeug kann genauso punktuell den Brand bekämpfen wie ein Hubschrauber. Und zwar auf 150 Quadratmeter kann es punktuell Wasser absetzen. Es kann aber auch eine Linie ziehen. Und wir wollen letztendlich die Eindämmung des Brandgeschehens mit diesen Löschflugzeugen vollziehen. Meine Damen und Herren,
Brandenburg ist mit 29.000 Quadratkilometern das fünftgrößte Bundesland in der Bundesrepublik Deutschland. Rheinland-Pfalz, Hessen und Brandenburg gehören zu den waldreichsten Bundesländern. Ich glaube, wir haben einen Anspruch, neben dem Harz jetzt, neben einem einzelnen Landkreis, eine Löschflugzeugstaffel hier zu installieren. Ich bin überzeugt davon, dass das die richtige Lösung für unsere Kommune ist, um eine Planungssicherheit auch in der Haushaltsverhandlung zu haben. Vielen Dank. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.